bin Annalena von Stylebook und zeige heute 7 coole Arten, um einen Pferdeschwanz zu stylen. Los geht's mit dem Sleek Ponytail. Der ist nicht nur ziemlich angesagt gerade, sondern auch super einfach zu stylen. Dafür einfach die Haare ganz streng nach hinten kämmen. Wer keine glatten Haare hat, packt am besten noch ein bisschen Gel rein und kämmt das Ganze dann durch. Und dann nimmt man ein dünnes Haarband und fixiert alles zusammen fest und streng im Nacken. Wenn das Ganze noch nicht glatt genug liegt, kann man entweder noch mit etwas Haarspray, Haargel oder Wachs nachhelfen oder einfach mit Haarklammern fixieren. Als nächstes kommt der High Ponytail und der macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Den macht man nämlich ganz weit oben auf dem Oberkopf. Und es geht am besten, wenn man einmal die Haare überwirft, sie nach unten kämmt und das Ganze schon über Kopf im Zopf fixiert. Ich finde es am einfachsten, wenn man dabei nur die erste Schlaufe um den Zopf legt und sich dann hinsetzt und die restlichen Schlaufen im Sitzen um den Zopf zieht. Dann wird das Ganze nicht zu weit oben. Das Ganze wird dann noch ein bisschen zurechtgezuppelt, sobald der Zopf einigermaßen ordentlich sitzt. Und wer möchte, kann dann noch sein Haargummi verstecken, weil das ja relativ offensichtlich ist. Dafür nimmt man einfach eine Strähne aus dem Zopf, am besten von unten. Oder man nimmt die Ponysträhne, wenn man wie ich einen kurzen Pony noch dazwischen hat. Und wickelt das einmal um das Haarband rum und fixiert das Ganze am Ende gut mit 2 Haarnadeln über Kreuz. Und am besten vielleicht auch noch mit Haarspray. Als nächstes kommt der Low Ponytail. Der wird relativ weit unten am Kopf gebunden. Und das Besondere dabei, die Vordersträhnen kommen nicht mit in den Zopf. Damit ich die nicht mit in meinen Zopf reinkriege, fixiere ich die direkt erstmal mit ein paar Bobbypins vorne und begebe mich dann erst ans Zopfmachen. Am schönsten sieht das Ganze aus, wenn man das mit einem Scrunchie stylt. Und dann macht man einfach einen ganz normalen Pferdeschwanz. Nicht zu streng, nicht zu locker. So, ist der Pferdeschwanz drin, dann können die Vordersträhnen wieder gelöst werden und dann kann alles wieder zurechtgezuppelt werden. Ich zupfe da gerne noch ein paar Strähnen raus, damit das alles ein bisschen lässiger aussieht. So, jetzt noch eine Frisur für alle, die gerne mehr Volumen oder Länge in den Haaren hätten, nämlich der doppelte Pferdeschwanz. Dabei werden tatsächlich 2 Zöpfe gebunden, allerdings nicht an jeder Seite, sondern übereinander. Los geht's mit dem oberen Zopf. Den stylt man wie ein Half-Up-Ponytail. Heißt, man trennt die Haare am Oberkopf ab und bindet sie zu einem Zopf zusammen. Ist das erledigt, folgen die Haare unten. Den Zopf sollte man möglichst nah an dem anderen Pferdeschwanz machen, damit er nachher nicht so auffällt. Ist der Zopf drin, noch den zweiten Zopf unter dem ersten ein bisschen verstecken und schon ist der extra lange Pferdeschwanz fertig. Wenn der normale Pferdeschwanz zu langweilig ist, kann man auch einfach zum Bubble Ponytail greifen. Der ist nämlich auch super einfach gemacht, sieht aber ziemlich lässig aus. Dafür einfach wieder einen ganz normalen Pferdeschwanz binden. Der sollte schon sehr straff sitzen, also gerne auch mit Haarspray oder Gel nachhelfen, wenn die Haare nicht so richtig wollen. Und dann geht's an die Bubbles. Dafür braucht man einige dünne Zopfbänder. Entweder man nimmt durchsichtige oder man spielt ein bisschen mit den Farben. Und dann trennt man Partie für Partie ab. Bei langen Haaren macht es Sinn, mindestens 3 Bubbles einzubauen und dann wird es einfach festgebunden. Sind alle Zopfbänder drin, kann man das Ganze noch ein bisschen in Form ziehen und die Bubbles voluminöser machen und dann ist der Look auch schon fertig.
wer keine Lust auf Bubbles hat, kann sich auch einfach ein Tuch mit in den Pferdeschwanz einbinden, um den einem Cent aufzupimpen. Am besten man benutzt ein Haartuch, rollt es schön zusammen und dann einfach von oben auf den Pferdeschwanz legen. Dann einmal rundknoten und schon hat man eine süße Schleife im Haar. Wer es ein bisschen außergewöhnlicher möchte, der flechtet einfach das Tuch mit ins Haar hinein. Das geht am besten, indem man das Tuch wieder einrollt, von unten auf den Zopf legt und es dann behandelt wie eine Strähne. Heißt, man teilt noch aus dem Zopf zwei Strähnen ab und die dritte Strähne ist quasi das Tuch. Und dann flechtet man das Ganze einfach ein. Am Ende wieder mit einem Zopfband fixieren und fertig. Wer es ganz lässig möchte, flechtet sich einfach einen Pferdeschwanz ein. Das geht am besten, indem man wieder die vorderen Strähnen fixiert. Und dann kämmt man sich die Haare wieder nach hinten. Dann flechtet man alles wie gewohnt ein. Also in drei Strähnen einteilen und flechten. Das Ganze muss auch nicht super ordentlich sein oder super fest. Es geht eher darum, dass alles lockerlässig sitzt. Am Ende fixiert man es noch mit einem Zopfband, kann es noch ein bisschen auseinanderzuppeln, die vorderen Strähnen lösen und schon hat man einen verspielten Zopf für heiße Sommertage.